Jonas Wolf. Ich spiele vor allem in meinem Leben Gitarre. Für viel mehr hat es nicht gelangt. Ich spiele bei Elveti und wenn ich sonst Zeit habe, bin ich recht vielseitig unterwegs. Mein Herzensprojekt im Moment ist eine Van Halen Tribute Band, was im Zusammenhang mit jüngsten Ereignissen natürlich nochmal ein bisschen einen anderen Stellenwert bekommen hat. Genau. Ich bin mit der Sängerin von Elveti bei Illumishade unterwegs. Das ist ein Prog-Metal-Projekt. Mhm. Ich glaube, das kann man so sagen, Prog-Metal. Disney Core nennen wir es. Nach wie vor bin ich auch immer wieder als Session-Musiker unterwegs, Toby Lucas. Genau, die ganze Amerikaner-Geschichte ist auch immer etwas, was ich sehr cool finde. Der erste, wichtigste Impact für mich war ein Video, und zwar vom Freddie Mercury Tribute Concert. Das war, was ist das, 92, ich glaube, als er gestorben ist, im Wembley Stadium. Und dann habe ich das Video gesehen und dort, ich weiß nicht, ob du es kennst, da sind einfach all die Bands halt gekommen. Und es war irgendwie Extremist mit dem Nuno und Slash natürlich, Guns N' Roses, Elton John, Metallica und natürlich Queen-Jungs. Und haben all die Songs performt und das ist einfach für mich, ich weiß und das ist auch visuell so gewesen, so wow, what's happening, das ist irgendwie etwas. Und dazu mal sicher, das Slash so auch als Figur und die, ja, auch Postur und all das, ja, ist so, gewesen, so okay, da ist irgendetwas, genau. Und dann wahrscheinlich früher auch vom Sound her irgendwie von Anfang an wirklich eine verzerrte Gitarre, irgendwie der... Die Mischung aus der Bite, die es hat, aber auch die Wärme, irgendwie, die das ja hat, so Saturated Guitar. Und Brian May ist dann sicher so einfach der Sound von Brian May, wo irgendwie so einen A-Chord, das ist schon so, ich glaube, das ist das, wo ich mich so zurückerinnere, wo ich das Gefühl habe, das ist so der early Impact gewesen. Wo ich selber angefangen habe, Gitarre zu spielen, ganz klar dann Daddy, natürlich. Das ist sicher zu einem Zeitpunkt gekommen, wo ich selber schon mit dem Instrument angefangen habe, irgendwie mich auseinanderzusetzen. Und dann einfach irgendwie der Sonic Impact von wow. Also eben Queen gehört, ganz Roses gelost und so. Und dann, okay, was geht jetzt ab? So. Das ist, glaube ich, für mich bis heute sicher mein grösster Einfluss. Eben jetzt mit jüngsten Ereignissen kann man das auch gerade noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und durchs Herz so. Und wie so gemerkt, so wow, es ist so viel ist irgendwie Eddie in meinem Spiel und nicht nur das flashy Stuff, sondern sicher auch viel eben sein Sound, sein Groove und so die Spielfreude und auch seine Art irgendwie eben, always smiling und es ist locker, Rock'n'Roll ist aus der Hüfte, es ist nicht irgendwie es ist nicht böse, es ist nicht verkrampft. Der Eddie war dann so Religion einfach gewesen, mega lang. Und ich mag mich erinnern, ich habe dann wie auch keinen Gitarrist wollen, an den Thron herankommen lassen. Er war wirklich so, das ist irgendwie, das ist der Man und so. Und dann, all dies nach, klar, sind dann andere Einflüsse, Clapton natürlich. Und krass, aber dann ist dir das recht eingefahren wahrscheinlich. So. Wirklich noch massiv, ja. Das hat mich wirklich mitgenommen. Ich meine, also, man hat ihn nie getroffen und gleichzeitig ist es wie so eine Art von musikalischen Lehrer, so, wo irgendwie seit jetzt doch, I don't know, gut 15 Jahre irgendwie immer da war und so. Und klar, manchmal entfernt man sich ein bisschen mehr von seinen Vorbildern, dann kommt man wieder zurück. Aber es ist ja gleich cool, dass das dann irgendwie eben du greifst die Riff auf, wenn du das Zeug gelost hast und das geht dann irgendwie gleich Generationen weiter. Und das ist ja ganz früher schon so gewesen. Also die alten Albert King Sachen und so, oder wie ein Stevie nachher getönt hat, oder wie ein John Mayer jetzt tönt, all ihre Einflüsse und so. Und das finde ich etwas mega Schönes, dass man den Mythos und den Hype, dass man das auch oben behaltet. Ich finde das mega wichtig. Voll, das finde ich auch. Das ist, glaube ich, auch sehr so mein Weg. Ich bin immer sehr auch ein Fanboy, aber voll, und ich bin es auch heute noch. Das habe ich vielleicht auch ein Stück weit einer Art Faulheit von mir zu verdanken, dass ich dann auch nicht zu einer Kopie geworden bin, dass ich irgendwie den Einfluss genommen habe und dann aber irgendwann weiter bin. Und dass es
Genau, dass es dann irgendwann, eben, irgendwann kommt ein Derek Trucks und irgendwann kommt so, wow, was ist das? Und dann ergibt sich auch der eigene Cocktail irgendwie aus dem, oder? Und das ist ja das Ziel. Ja, die Gitarre ist mir extrem ans Herz gewachsen. Es ist ein 90er Music Man Van Halen Signature. Natürlich, er ist mega bekannt wegen der Striped, den ganzen Striped Gitties, der Frankenstein und so. Und die ist ja dann später eigentlich als seine Music Man Signature auf den Markt gekommen. Aber ist es wäre so einer meiner ersten Eindrücke von ihm, so der 90s Eddie. Und gar nicht unbedingt, zumindest visuell, gar nicht unbedingt so der 80s Striped Latzhose, wenn man so eigentlich der Classic Eddie. Für mich war es mehr der 90s Eddie auch, der wichtig war. Und das war die Gitarre, die er gespielt hat. Es ist einfach ein mega Instrument. Ist alles Stock, also Original Pickups? Ja, Stock. Der D-Tuner ist später, nicht von mir, aber der ist später dazugekommen. Aber ich meine, D-Tuner ist ja auch as Van Halen as it gets. Also ich meine, es ist, glaube sogar ein Patent von ihm, oder er ist dort mit. Genau, der ist nicht Stock, aber sonst ist sie Stock und auch sehr nice, schon halt gelebt. Und sie ist wirklich broken in. Was sind die Pickups? Das sind DiMarzio. Custom nur für das Van Halen Modell gemachte Pickups. Aber wenn mich nicht alles täuscht, sind die dem am nächsten kommen, sind glaube ich Tone Zone und Air Norton. Ich glaube, das sind so die. Voll, tatsächlich. Macht irgendwie eben, ich glaube, auch irgendwo durch den Sinn, wenn man so, jetzt gerade Volume Knob, oder? Ist ja etwas, was ein bisschen Lost Art vielleicht auch ist, oder? Man hat Pedals oder man hat Channel Switching und so. Und eigentlich. Vielleicht, ja, Brian May Schule oder auch Eddie, oder? Clean Sound, wenn das. Sparkly, leicht so crunchy, wenn man will, wenn man reinhaut. Ich meine, ich kann fast, wenn, sie ja, geht fast da hin, oder? Ja, genau, oder ich meine, sie kann. Wenn sie will. Ich, das ist immer mein Ding. Ich liebe Gitarre, wo man alles das kann go holen irgendwie, wo das irgendwo. Ja, klar, das Spieler einen Spielraum ja auch lädt, oder? Also, genau. Können das rauskürzen oder so. Genau. Und das ist ja das, etwas, was du dann halt mitbringst unterm Strich. Was bist du für ein Amp? Es kommt ein bisschen aufs Projekt davon. Jetzt natürlich mit der Van Halen Geschichte ist es ein das EVH Top, L34 Top und ein Friedman Cab. Weil das Coole am Friedman Cab ist, dass oben zwei Vintage 30 sind und unten, unten zwei Vintage 30 und oben zwei Greenbacks. Das ist einfach best of both worlds. Mhm. Plus eben auch irgendwie gerade die Kombi
Und ich fand dann, Dave Friedman ist auch einer, der irgendwie, wenn einer den Sound kennt, dann er hat Riggs für den Eddie Boat und so. Und EVH selber ist klar, ist einfach Monster, Monster-Amp. Friedman, Dirty Shirley, mit dem 1x12er für so die Americana-Sachen mehr. Super cool. Und Biedo halt doch, Kemper. Oder auch Helix ist auch im Gebrauch immer mal wieder. Was einfach keinen Sinn macht. Man nimmt dich ja gleich so wahr als eher der Rock-Gitarrist, aber du mit Tobi Lucas sehr fest auch die Amerikaner-Ecke abdeckst. Du hast vorhin gesagt, ja, du lässt dich von vielen Sachen inspirieren, aber wieso hast du das so krass gut ausgecheckt? Also ich fake es einfach. Nein, ich kann immer von nicht. Fake es sehr gut. Das ist einfach ein Fake. Ich würde sagen, dass eigentlich, ja, es ist ein Nischending in der Schweiz auch. Also ja. Amerikaner-Ding sowieso. Wir sind, glaube ich, ein paar wenige, die das untereinander abfeiern. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der ganze Sound ist bei mir so aufgetaucht. Ich glaube, Brad Paisley war schon so meine Einstiegsdroge. Und ich glaube, was mich mehr reingezogen hat, ist einfach der Vibe von diesem Sound, der Uplifting, das so herzerwärmend auch, wo die Musik hat, irgendwie. Solange es nicht zu Jesus ist. Also ja, Brad Paisley, eine coole Schiene, auch irgendwo durch eine Fahrt, immer auch mit einem augenzwinkernden Ding. Genau, und ich glaube, etwa null, weiß auch nicht, das ist die Time Well Wasted Jeep ist das gewesen. Und das ist einfach so gewesen, so wow, hey, du bist einfach auch gut drauf und es ist nicht cool. Und aber gitarristisch habe ich gefunden, hey, wow, das ist so ein Berg. Und dann halt gleich mal so, vielleicht so eben so ein mal irgendwo dort dran tauschen und so und so. Und vielleicht mal ein, zwei Sachen rausgepickt und gefunden, ja, mit dem kommst du jetzt mal schon mal durch. Und ich glaube, mit dem Tobi ist es auch wichtig, dass er eben auch meine Seite, meine Van Halen oder die 80s-Rock-Seite einfach auch mehr gefeiert hat. Und dann gefunden, hey, komm, das ist cool. Dann habe ich wie einen, wo ich auch, wenn ich Bock habe, kann ich ihn so von der Leine lassen und dann kann es wieder mal kühlen. Aber was ich aber eh krass finde, wegen diesen Country-Gitarristen, du sagst jetzt irgendwie Brad Paisley oder Brad Mason, all die Jungs, die haben, ich meine, die Skills, das ist ja krass, das ist ja nicht nur das Country-Chicken-Picking, wenn die losgelassen, also das crazy, Jazz, oder? Scales, irgendwas oder so. Ich meine, es ist wirklich einfach scary, oder? Ich meine, Johnny Hyland und so, ich meine, da wird er einfach denke ich so, wow, okay. Ja. und gut, es ist nicht Country in dem Sinn, aber ich denke, eben die, wo der Derek Trucks so ein bisschen ins Spiel kam, ist bei mir, dann denke ich so, okay, das ist, und ich denke eben darum vielleicht auch das Fake. Ich meine, er singt ja mehr, als dass er spielt. Ich meine, es ist jedes Mal, macht er den und es ist ja Leid, aber doch irgendwie das Versuchen, dann irgendwie einfach mal drauf los, irgendwie mit Slides und Bands oder Pre-Bands oder was man auch immer kann machen, dem irgendwie nachzugehen. Und er ist ja doch irgendwo in dem Roots-Americana-Ding ja doch auch. Aber ja, eine gute Frage. Ich glaube, einfach auch wieder. Ich meine, schlussendlich ist es das Gleiche gewesen wie mit 8 Van Halen. Es ist einfach die Freude und wow, es tönt voll geil. Und die Jungs haben, glaube ich, eine gute Zeit bei dem, was sie machen. Also ich check es, glaube ich, mal aus. So Dinge. Voll. Oh, was ist bestimmt? Welche Gitarre fehlt in deiner Sammlung? Oh. Die nächste halbe Stunde jetzt. Vielleicht so eine Fiesta Red, so eine oder ein Jazzmaster. Ah. oder ein Strat. Irgendetwas Fenderiges. Das Gefühl wäre wieder mal etwas mit weniger Output da, weniger Firepower. etwas Vibiges, etwas, ja. Etwas Stratix, Jazzmasterix, glaube ich. Was vielleicht dich mit das Live-Gig spielen oder Studio auschecken? Schon live. Die erste Erinnerung, die ich habe an Musik, ist live. Und ich glaube, das ist schon. Ich habe wirklich das Gefühl, ich fühle mich manchmal am wohlsten auf der Bühne. Wöhler als einfach auch sonst so im Alltag. Die Phase gibt es wirklich. Und, die meisten Bilder haben dich geprägt. Ich habe das Gefühl. Irgendwie, das ist wie nicht mehr weg. Und es ist so das Feeling. Und ich habe das Gefühl, es ist live, wirklich live auf einer Bühne spielen. Und das tönt jetzt natürlich klischiert, aber gleich sage ich es,
eine kleine Show ist mindestens so viel, kann mindestens so erfüllend sein wie Wacken. Und das Studio kommt für mich extrem darauf an, wenn es ein Setting ist wie ein Powerplay, wo man auch kann zusammen, oder es kommt ja auch Musik darauf an, was man macht, aber wenn man Musik kann zusammen entstehen lassen und dann noch so ein Studio hat oder so einen Playground wie da, dann ist es natürlich absolut, absolut Hammer. Aber das Live-Spielen, der Moment, halt die Spontanität, auch wenn sie die Musik zulässt, die zu haben und das können einfach dann einfach komplett dort sein und das dann, was dann passiert, passiert, das ist schon, ich glaube, das ist schon eine Sucht. Ich finde es sinnvoll, wenn ich selber gute Pre-Productions machen kann. Aber ab dort ist dann auch cool. Ich bin dann dort auch, mich interessiert es dann viel mehr, mit einem Producer zusammen zu arbeiten. Oder ich lebe extrem vom Austausch auch. Und vom, genau. Und das ist natürlich auch bei einer Band wie LWT extrem spannend, weil man kommt dann natürlich, zumindest im Metal-Bereich, kommt man an, ja, die grossen Namen europaweit, kommt man natürlich an und arbeitet mit denen. Und das sind natürlich dann teilweise einfach mega wertvolle Erfahrungen. Ja, das ist super cool. Hast du irgendeinen grossen Traum noch? Ja. Voll. Ich hoffe, die gehen nie aus. Wirklich, ich hoffe wirklich, die gehen nie aus. Ich hirne immer wieder mal so ein Collage-Album, das eigentlich sehr ähnlich wie das erste Solo-Album, wenn ich jeden Song einen anderen Sänger hätte. Jeder Song ist eine Collaboration mit jemand anderem irgendwie. Das ist sicher noch so. Irgendwann. Jetzt. Ja, keine Scheiß zu erzählen. Ich glaube, das Notenlesen ist es nicht, weil es so schwer ist. Es macht absolut Sinn, wenn man den Session-Weg will gehen, dass man vielseitig ist. Ich meine, know your shit. Oder eben wissen, was brauche ich für welchen Job. Und vielleicht halt auch sehr schnell können sein im Sinne von, hey, ich habe einen Studio-Job und ich habe den Amp und ich habe die Gitarre, aber er will, der Artist will Blues, er will Country, er will Pop. Und dann, dass es halt dann nicht so ist, sondern dass es dann halt vielleicht so ist. Und das ist das gleiche Material. Vielleicht schnell sein, flexibel können sein. Etwas vom Wichtigsten ist sicher einfach die offensten Ohren, die man haben kann. Gerade in einem Session-Verhältnis, wo ich bin nicht der Artist, ich liefere. Und ich liefere so lange, bis du findest, hey, das ist der Shit. Und vielleicht dann auch spüre, ah, okay, da, vielleicht ist es auch gerade so ein bisschen in einer Sachkasse und dann vielleicht auch ein bisschen anbieten, hey, ich höre gerade etwas, komm, versuche jetzt schnell, was meinst du? Ich glaube, man unterschätzt auch eben einfach den Vibe. Wenn der Vibe da ist, dann ist so vieles einfach geebnet und es ist so, hey, cool, ich rufe dir nochmal an. Du musst ein gutes Ego in die Session mitbringen, aber das im richtigen Moment können auf die Seite tun. Voll, absolut. Das, finde ich, das ist so der Punkt, irgendwie liefern als wirklich als Artist und voll von dem überzeugen, auch meine das Solo, jetzt kommt es, und wenn aber der Producer sagt, ja, das ist cool, aber es ist nicht das, was ich suche, dass du dort nicht den Laden runtergehst, genau, oder wie eins nochmal drüber gehst. Es ist ja vielleicht teilweise auch noch ein Unterschied, ob du irgendwie im Studio bist mit einem jungen Artist oder so, oder mit jemandem, der einfach, ja, wo du vielleicht manchmal auch ein bisschen pflegen musst und ein bisschen, hey, es kommt cool und wir machen es so lange, wie es du cool findest und so. Oder ob du eben auch mit einem Producer im Studio hockst, wie Jens Bogren oder so, wo irgendwie ein Helvetia-Album am Mischen ist und so sagt so, did you play that solo? Und du bist so, also, I think you can do it better. Und dann das aber auch gesehen, so, hey, here's your guitar, you can practice for one day and tomorrow you'll record it again. Und dass du dann sagst, hey, das ist eine Chance. Das, also. Und gleichzeitig irgendwie so, halt dann doch, eben, können vieles anbieten, aber wenn es dann eben zählt, doch eine eigene Stimme zu haben. Mhm. Und die dann können, weil das ist ja der unique selling point, der unique flavor, das ist ja vielleicht dann doch der, wo es dann, halt, dann heisst, ja, ich glaube der. Ja, darum hast du den Call am Schluss. Genau. Ja, manchmal frage ich mich doch, ich meine, die ganze Technik ist genial. Generation Kemper, XFX, Helix und alles Zeug. Aber gleichzeitig, man muss so aufpassen, dass man nicht gleich tut wie alle anderen. Weil es ist so, alle haben die gleichen super crazy Presets, alle haben die gleichen Patches und so. Und es ist so, ja. Yeah. Nur schon dort im Mix zu finden und sagen, ja, ich habe jetzt halt einfach, ob es jetzt der Amp ist oder eben jetzt irgendein kleiner, whatever it is. Wie du sagst, ein Rezept. Gibt es irgendwie. Nein, es gibt eben, ich glaube, es gibt so das Päckchen, so das
paar Sachen, die man einfach nicht mitbringen. Don't be an asshole. Ja. Yeah. Just don't be an asshole. Best Musikfilm? Ah, oh, crap. Rocketman. Wein oder Bier? Es wird noch schwieriger. Wein. Gibt es einen Lieblingssong, der dich in irgendeiner Form einfach super geprägt hat? Hammer to Fall. Fuck, kennen wir nicht Song, ja. Aber ja. Gibt es irgendeine Session oder Live-Gig, wo könntest du wählen, ob die Person noch lebt oder nicht, mit auf die Beach oder im Studio? Ja gut. Sag ich jetzt Eddie oder sage ich nicht Eddie? Eigentlich ist mir der Chris Stapleton lustigerweise zuerst in den Sinn gekommen. Ach, der ist reingeschlagen. Ja, irgendwie mit dem Dude, irgendwie so ein Song. Was wünschst du dir für die Schweizer Musikszene ein bisschen? Attitude. Meine Erfahrung mit dem Powerplay war natürlich auch zusammen mit dir gewesen. Und du hast natürlich da innen schon einmal auch den Vibe, eben den Americana plus einfach auch einen Gitarre-Vibe da reingebracht, wo natürlich, ja, es ist super cool. Kombiniert natürlich mit einfach, es ist ein Paradies. Ich meine, es ist der Vibe, es ist was rumsteht. Geschichten hinter dir, kennen wir all die Geschichten. Das Powerplay ist immer der Ort, wo man denkt, you never know, any day, irgendwie, es könnte auch wieder jemand reinlaufen, der ist so, wow, ah, krass, okay, jetzt ist, die Person ist da gewesen. Also, das spielt natürlich mit, das hat natürlich absolut so den Star-Vibe irgendwie auch. Cool, danke. Also. Das war's. Also. Nice.